Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier einen HP-Laptop und zwar, wie man auch im Bild sehen kann, ein Omen. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist da eigentlich nur, dass diese Schrauben hier im Gehäuse bleiben. Die werden also nur gelockert und nicht vollständig rausgenommen. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier an der Seite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen, einfach abziehen. So, jetzt, da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Da kann man zur Not auch, wenn der besonders fest sitzt und nicht raus will, eine kleine Hilfe nehmen und den dann rausschieben. So, was können wir noch sehen? Hier sehen wir die 2,5 Zoll Festplatte. Da ist die SSD. Hier sehen wir den RAM. Und hier sind die Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen.
Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Um die 2,5 Zoll HDD hier auszutauschen, muss man die Steckverbindung hier lösen. Und das ist in dem Fall ein Kippstecker, den klappt man erst nach oben. Das gibt dann das Kabel frei und dann kann man es rausziehen. Die Festplatte an sich ist auf der rechten Seite so ein bisschen eingehakt. Das heißt, man hebelt die einfach von links nach oben und dann kann man die austauschen. Da sind zwei Gummischienen drumherum und beim Wiedereinbau sieht man hier diese kleinen Noppen. Und genau dafür gibt es auch im Gehäuse selber so eine kleine Einbuchtung. Und dann schiebt man die auf der rechten Seite wieder in die Führung rein und drückt sie einfach wieder nach unten, so dass auch die Ausbuchtungen dann in der Schiene sitzen. Beim Stecker muss man eigentlich nur darauf achten, dass wenn man den wieder reinsteckt, dass der komplett drin sitzt, bis zu der weißen Linie, die man auf dem Kabel sehen kann. Dann muss man den nur noch zuklappen und hat das erledigt. Das optische Laufwerk auf der linken Seite hier wird nur von den drei Schrauben gehalten, kann man also auch sehr einfach tauschen. Und die Kabelverbindung hier ist genau die gleiche wie bei der 2,5 Zoll Festplatte, wie gerade eben gezeigt. Den Lüfter oder die Lüfter kann man bei dem Gerät zwar einzeln tauschen, allerdings muss man dafür erstmal die große Abdeckung abnehmen, die hier oben drüber ist, mit diesen Schrauben hier. Und danach kommt man an die Lüfter selber ran. Der Heatsink ist hier verbunden. Dann die Lüfter selber lose schrauben. Die Schrauben sind dann eben teilweise auch verdeckt. Und natürlich muss man auch die Kabel lösen. Eins ist hier, das andere ist hier. Die kann man einfach nach oben hin rausziehen und dann kann man die Lüfter aus dem Gerät nehmen und ersetzen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.